Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen 6.3. Wir sind immer noch im Themengebiet Z-Standardisierung und sprechen in diesem Video über die Standardnormalverteilung. Was ist die Standardnormalverteilung und was hat die mit Z-Standardisierung zu tun? Nun ja, Normalverteilung haben Sie schon kennengelernt. Und wenn ich eine Normalverteilung Z-standardisiere oder Z-transformiere, dann kommt die Standardnormalverteilung raus. Klingt kompliziert. Machen wir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, wir reden über die Kühe, die wir für unsere Burger brauchen, zum Beispiel. Ja. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und eine durchschnittliche Kuh wiegt ca. 800 Kilo. Und das Gewicht von Kühen ist wie alles, was in der Natur vorkommt, normal verteilt. Das heißt, wir haben eine Normalverteilung. Das mittlere Gewicht einer normalen Kuh hier in Deutschland ist 800 Kilo und drumherum haben wir eine Normalverteilung. Nehmen wir mal an, wir haben eine Standardabweichung von 200. Das ist jetzt erfunden, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Dann hätten wir hier 600 und hier 1000 Kilo. Also die Maßeinheit hier ist Kilogramm. Das wäre im Prinzip eine Standardabweichung. Und dann wissen Sie ja auch, das habe ich Ihnen schon mal gesagt, dass zwischen plus minus einer Standardabweichung, also hier ist minus s plus s, 800 ist ja der Mittelwert, plus eine Standardabweichung plus 200 ist 1000, minus eine Standardabweichung minus 200 ist 600 Kilo. Und in diesem Abstand, den kann man auch hier höher zeichnen, zwischen 600 und 1000 Kilo liegen 68, circa 68%. Circa 68% der Kühe haben dann ein Gewicht von 600 bis 1000 Kilo. Das ist einfach definiert so bei einer Normalverteilung, wenn das normal verteilt ist, und das ist in der Natur tatsächlich bei fast allem, was in der Natur vorkommt, ist es so. Dann können Sie sagen, wenn Sie den Mittelwert wissen und die Standardabweichung, dass im Bereich plus minus eine Standardabweichung circa zwei Drittel der Personen oder in dem Fall der Kühe liegen. Das ist ja schon mal eine ganz sinnvolle Aussage, aber was hat das Ganze jetzt mit Z-Transformation zu tun? Das Ganze kann ich jetzt auch Z-transformieren. Ja, also wenn ich diese Darstellung jetzt Z-transformiere, und das wissen Sie hoffentlich schon aus den letzten beiden Videos, dann kommt Folgendes heraus. Ich habe einen Mittelwert von 0, wenn ich Z-transformiere. Ja, das heißt, hier steht 0 in der Mitte. Und den Wert zum Beispiel von 1000, wenn ich den Z-transformiere, der Wert von 1000 ist ja 200. Ist der Abstand zum Mittelwert. Und die Formel wissen Sie auch noch für die Z-Transformation. Der Z-Wert ist der Abstand des Wertes zum Mittelwert durch die Standardabweichung. Das heißt, Z wäre in dem Fall für diesen Punkt hier 200 geteilt durch die Standardabweichung von 200 oder 1. Das heißt, hier hätte ich den Wert 1 und hier mit der entsprechenden Rechnung den Wert minus 1. Und genau das ist schon die Standardnormalverteilung. Das heißt, ich gehe jetzt eins runter und Sie sehen genau das gleiche Bild. Hat sich nichts geändert. Was sich aber geändert hat, ist einzig und allein das hier. Das ist nicht mehr Kilogramm, sondern das ist jetzt Z-Werte. Und ich habe jetzt hier, wo vorher 1000 stand, habe ich jetzt den Wert plus 1. Da, wo vorher 800 steht, den Wert minus 1. Da, wo vorher 800 stand, also ich kann die alten Werte noch drunter schreiben. Als Erinnerung, das wären dann die Kilogramm-Werte. Dann mache ich das hier weg, dann ist es nicht so verwirrend. Dann ist lila ist Kilogramm und weiß sind Z-Werte. Kann man auch in einer auf einer Achse machen. Hier waren 1000, hier waren 600 und ich kann auch die restlichen Werte hinschreiben. Es ist immer in 200er Schritten, das ist immer eine Standardabweichung mehr. Der Wert plus 2 würde dem Wert 1200 entsprechen, der Wert minus 2 dem Wert 400 Kilogramm. Das heißt, wir haben jetzt dieselbe Verteilung, nur eine andere x-Achse, die eben statt Kilogramm Z-Werte hat und jeder Z-Wert ist eine Standardabweichung. Und das ist insofern ganz hilfreich, weil ich eben sagen kann, dass in diesem Bereich plus minus eine Standardabweichung liegen 68% der Werte und plus minus zwei Standardabweichungen, den Wert kann ich auch definieren. Das ist circa, das reicht in den meisten Fällen, wenn ich das circa weiß, hier liegen circa 95% der Werte liegen im Bereich plus minus 2 Standardabweichung. Das heißt, es ist jetzt wieder konkret für meinen Fall der Kühe. Ich kann sagen, 95% meiner Kühe wiegen zwischen 400 und 1200 Kilogramm. Und in einer Standardnormalverteilung sieht das Ganze so aus. Also was ist eine Standardnormalverteilung? Das ist eine Normalverteilung, die ich Z standardisiere. Und das Schöne ist, die sieht immer gleich aus. Denn eine Normalverteilung, haben Sie auch schon gelernt, ist
Hängt von zwei Dingen ab. Die Form einer Normalverteilung ist definiert durch den Mittelwert und die Standardabweichung. Bei einer Standardnormalverteilung ist das fest definiert. Der Mittelwert ist 0 und die Standardabweichung ist 1. Das heißt, die Verteilungsform dieser roten Linie hier ist immer gleich. Und das wird noch ganz wichtig werden für uns, weil die Standardnormalverteilung werden wir in der Inferenzstatistik für noch ganz viele Dinge nutzen können. Hier nochmal in einem Satz zusammengefasst, wunderschön, mit der Z-Transformation kann jede Normalverteilung, aber auch nur diese, also es muss eine Normalverteilung sein, in eine Standardnormalverteilung transformiert werden. Nicht zu verwechseln, Sie können eine Z-Transformation natürlich auf jede Art von Verteilung anwenden. Das heißt, mit jede Art von Verteilung können Sie mit einer Z-Transformation in eine standardisierte Verteilung verwandeln, mit einem Mittelwert von 0 und einer Standardabweichung von 1. Wenn Sie als Ausgangspunkt aber eine Normalverteilung haben, wie beim Gewicht der Kühe hier, dann wird daraus eine Standardnormalverteilung nach der Z-Transformation. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören.